Freunde und Freunde des Philosophischen Kaffee. Schön, dass Sie alle hier eingetroffen sind und auch so zahlreich. Das ist immer eine Freude. Viele neue Gesichter dabei. Das macht die Sache noch netter. So, ich darf zunächst mal die Referentin des heutigen Abends vorstellen. Das ist Frau Ute Simon-Adorf. Sie ist Mutter zweier Kinder, zweier erwachsener Söhne mittlerweile. Ne? Ja, Jahrgang 63 sind Sie, ne? Und ja, hat damit im Prinzip schon bewiesen, dass man Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen kann. Sie stammt aus einer Bauunternehmerfamilie, hat die ersten größeren beruflichen Schritte als Anlageberaterin gemacht bei einem Finanzdienstleister. Da braucht man natürlich eine ganze Menge für, nämlich Einfühlungsvermögen, man muss Menschenkenntnisse entwickeln, man muss analytisches Verständnis haben, um die Kunden, die da vor einem sitzen, auch beurteilen zu können, ob sie jetzt eher Risiko suchen oder ob sie Sicherheit suchen, ob sie emotional oder wie auch immer handeln, rational möglicherweise auch, bei Anleihen weiß ich das nicht so genau. Ja, sie ist naturverbunden, sie liest gerne und viel und sie ist sehr sportlich. Da muss man natürlich ganz besonders hervorheben, sie läuft also nicht nur Marathon, sondern sie schwimmt davor auch noch Langstrecke und fährt dazwischen dann auch nochmal 180 Kilometer Rad. Also sie ist eine Iron Lady. Und das ganz Besondere an dieser Sache ist, sie hat erst mit 50 damit angefangen. Also sie ist tatsächlich schon 50. Also die 50er hier in diesem Raum, da geht noch was. Also da ist durchaus noch was drin. So, seit 2001 ist sie als zertifizierte Mentalcoach und hat ein Institut für Mentalcoaching in Koblenz gegründet. Sie hat die Mind Excellence Erfolgsstrategie entwickelt, mit der sie auch arbeitet, natürlich mit Menschen. Sie ist Autorin, ganz, ganz wichtig, hat also in der Zwischenzeit auch schon eine ganze Menge Bücher geschrieben, ich glaube mindestens 5. Ja. Eins habe ich mir hier mal rausgepickt, das nennt sich Ausgebremst. Also die Bücher handeln im Prinzip alle von ihrem Metier. Und das Buch Ausgebremst ist vielleicht etwas Besonderes, dahingehend, dass es sich um Menschen handelt, die andere Menschen pflegen. Hier wird das Burnout-Syndrom, glaube ich, genannt als schwere Erkrankung, aber das gilt natürlich für jede andere schwere Erkrankung auch. Der Respekt und die Anerkennung für die pflegenden Menschen steht meistens ja ganz weit hinter dem Bedauern oder dem Mitleid für den Erkrankten zurück. Und man vergisst so ein bisschen, dass der Pflegende ja vor einer gigantischen Herausforderung steht. Also wir haben das im engsten Familienkreis auch erlebt, dass selbst Freunde, Bekannte, Familie die Pflegenden nicht mehr zu irgendwelchen Events einladen, weil sie denken, die werden ja eh nicht kommen, die wollen sich um ihren Liebsten oder wie auch immer, es können natürlich auch Vater, Mutter, Kinder sein, kümmern. Aber da hören wir ja vielleicht später noch ein bisschen. So, jetzt sollten wir vielleicht mal zum Thema kommen. Was ist ein Mentalcoach? Zunächst mal arbeitet ein Mentalcoach natürlich mit Menschen. Wir haben das in unserem Geleitwort zur Einladung so ein bisschen beschrieben, wie wir uns das vorstellen, mit dem 5-Punkte-System. Ich glaube, das werde ich jetzt hier nicht vorlesen. Das machst du da. Genau. Also Frau Simon-Adorf coacht üblicherweise im Firmenbereich, also im Managementbereich und im Spitzensportlerbereich. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das hier zu suchen? Was hat das mit Philosophie zu tun? Es geht ja in allererster Linie mal um Ziele, Ziele erreichen. Und Ziele haben wir irgendwo alle ja im Leben. Wir nennen das einfach jetzt mal Lebensziele. Und darauf ist natürlich auch die Mind-Excellence-Erfolgsstrategie anwendbar. Und das werden wir heute Abend erleben. Und dann wünsche ich uns jetzt einfach einmal viel Spaß, spannende Unterhaltung und übergebe das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen. Schön, dass auch ich hier sein darf. Also es war schon spannend, überhaupt den Weg hierhin zu finden, weil sich das Ganze ergeben hat. Gerade war auch interessant, mit einer Dame gesprochen, weil letzte Woche durfte ich bei dem Kongress Mentale Stärken Heidelberg sein, wo sie auch war. Also da waren wir natürlich noch in ganz anderen Metier drin und für mich ist es ein unwahrscheinlich spannendes Publikum. Also daher gesehen, ja, lassen wir uns so einen schönen Abend machen. Und ich habe erstmal eine Frage so mitgebracht, so, wie geht es Ihnen denn so heute? Gut. Ist da jemand, dem es noch so geht? Oder sind wir jetzt alle schon in dieser Richtung unterwegs?
Also, falls da noch jemand ist, dem es so geht, wie ich da eben gezeigt habe, dann wollen wir jetzt alles dafür tun, dass der dann nachher auch wieder dabei ist in dieser Region unterwegs. Ja, so ein kleiner Einstieg. Wir sind im Thema mental stark, wenn es drauf ankommt. Und vielleicht da eine ganz kleine Geschichte von mir, auch wie ich mich selbst immer in dieser Richtung aufbringe, wie schaffe ich selbst mental stark zu sein. Oder aber auch, wie kann ich wirklich die anderen Menschen begleiten in ihrem Thema mental stark zu sein. Ich werde mit einer Aussage da mal starten, der eine oder andere wird sie kennen, ich werde sie aber gleich noch ein bisschen mehr erläutern dazu. Und zwar heißt die, you are an Ironman. You are an Ironman. Ich kann sie immer noch hören, diese Stimme, die es unermüdlich jedem Finisher zugerufen hat. Ich war selbst dabei, auf Big Island Hawaii. Ich durfte 2014 und 2016 mit dabei sein, als ich als Mentalcoach Triathleten dort begleitet habe. Big Island Hawaii ist also wirklich der Mystikpunkt sozusagen für die Triathleten, wo die wirklich bereit sind, vorher alles für zu tun, nur um ein einziges Mal im Leben dort wirklich starten zu können. Und wir haben sie eben schon kurz gehört, was da für so Distanzen da sind. Da geht es also darum, 3,8 Kilometer zu schwimmen, danach 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon hinten drauf von 42 Kilometer. Und für das Thema ist schon ganz wichtig, mental stark zu sein. Und auch gerade diese Mystik, die ich dort erlebt habe, auf Big Island Hawaii, dass man wirklich so gemerkt hat, wenn man in die Augen guckte von diesen Athleten, wie da so eine, auf der einen Seite eine Anspannung war, oje, was wird das geben? Auf der anderen Seite war da aber auch so eine Dankbarkeit da, dass sie es wirklich geschafft haben, bis dorthin zu kommen, wirklich an dem Tag dort starten zu können. Und genau diese Mystik, die ich vorher immer erzählt bekommen habe, die hat mich also selbst dort auch ergriffen, dass auf einmal auch bei mir da so einiges irgendwo in Wallung gekommen ist, dass da auf einmal auch so Gedanken sozusagen vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein kamen, die da sagen, hey, das würdest du auch mal gerne haben. Du würdest auch mal gerne entweder dir selbst sagen oder zu hören bekommen, you are an Ironman. Und vielleicht kennen Sie das ja, wenn man dann so Gedanken hat und die man sich gar nicht traut auszusprechen, ganz gleich in welcher Richtung, ob es beruflich, privat ist oder im Sportbereich, dass da direkt so ein Chaos da oben im Kopf losgeht. Und bei mir war es genau natürlich dann genau das Gleiche. Also erst wieder einer, boah, willst du auch mal so gerne machen? Und dann kam auf der einen Seite so, Mädel, du hast noch nie einen Triathlon gemacht und du meinst, du müsstest einen Ironman machen. Da ging es dann direkt weiter, hey, über 50 bist du auch schon. Also kannst du es mal ganz vergessen, bleib mal ganz schön mit den Füßen auf der Erde. Ja, und vielleicht kennen Sie es auch, wenn da irgendetwas ist, was uns absolut nicht loslässt. Und das war für mich dieses Thema. Genau das Thema auch damals, als ich mich entschlossen hatte, bei der Bank aufzuhören, vom Bauch her, du willst Coach werden. Also wenn da irgendetwas ist, was einen absolut nicht loslässt, dann hat das was mit uns zu tun. Und dann geht es zumindest mal darum, und das ist für mich wirklich, also das, was ich aus meiner jetzt insgesamt schon 17-jährigen Erfahrung sagen kann vom Coaching, wenn da irgendetwas ist, was einen nicht loslässt, hat das was mit uns zu tun. Und dann ist es wichtig, da mal genauer hinzuschauen. Wirklich mal genauer hinzuschauen, was genau ist da los. Das heißt nicht, dass wir alles auch verwirklichen können. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen zuzuhören. Und das ist auch schon, da sind wir schon mittendrin im Thema mental stark, weil auch das ist schon mentale Arbeit, lernen in sich hineinzuhören, lernen auf sich zu hören. Und für mich hat so in der ganzen Zeit sich so ein Credo ergeben, so dieses, hör auf deine innere Stimme. Denn die innere Stimme stimmt. Und gehe dann strategisch vor. Und das ist für mich so das Wichtige, dass wir das zusammenbekommen, dass wir so das Bauchgefühl, die Intuition, dass wir da wieder lernen hinzuhören, aber dass hier oben unser Kopf, unsere Birne sozusagen auch mit dabei ist. Also nicht nur nach dem Bauchgefühl, euch würde mal gerne na, und dann irgendwo die Wände einrennen, aber auch nicht zu vernunftsbezogen unterwegs sein. Weil wenn ich nur auf meinen Kopf gehört hätte, dann hätte ich nie mal irgendwo, also ich wäre zumindest mal nie bei der Bank weggegangen, weil ich wäre im seriösen, damals war er noch seriös, im seriösen Beruf geblieben. Ich hätte niemals angefangen mit dem Marathonlauf oder geschweige denn, weil eigentlich vom Kopf her geht das einfach gar nicht. Und das ist für mich schon mal so ganz wichtig als Botschaft, dass ich mitzunehmen, also wenn da irgendwas krummelt und ich hoffe einfach im Laufe des Abends, wenn ich Ihnen ganz, ganz viele Ideen und Impulse gebe, dass da immer wieder was krummelt bei Ihnen im Bauch. Nehmen Sie es einfach mal auf, nehmen Sie es wahr und hören Sie sich dort selbst zu. Und ob es dann hier irgendwann wirklich realisiert wird oder nicht, das steht auf dem anderen Platz. Heißt also zum Thema You are an Ironman, das soll uns heute Abend so ein bisschen begleiten. Und da geht es auch darum, dass jeder so sein eigener Ironman sein kann. Mit jedem eigenen Ziel, was sie vor Augen haben. Und wir haben eben schon gehört, wie mache ich das, wie begleite ich die Menschen. Wir haben das Thema mit dabei, die Mind-Excellence-Strategie. Und
das ist das, was ich heute Abend gerne einfach mal erläutern möchte. Sie haben Kugelschreiber und Papier auf Ihren Stühlen gefunden. Und ich möchte einfach gleich einladen, wenn ich so verschiedene Punkte theoretisch erklärt habe, dann wirklich auch mal so 5 Minuten zu nehmen, mal in sich zu gehen und mal so ein bisschen reflektieren. Das fällt Ihnen selbst ein. Und wir müssen das auch gar nicht hier nach außen ins Publikum bringen, aber ich habe es immer ganz gerne, wenn man solche Dinge hört, weil Bücher haben wir alle schon viel gelesen, Vorträge auch gehört, dass man sich da was mitnehmen kann, dass man ihren Zettel mitnehmen kann und das ist mir eingefallen dazu. Und schauen wir einfach mal, ja, welche Ideen Sie für sich zurückbringen. Bevor wir dann in die 5 Schritte einsteigen, ja, erstmal, wie kam dieser Name zustande, von dem Thema Mind Excellence. Und beim Thema Mind ist für mich ganz wichtig drin, das Thema Mindfulness. Und Mindfulness sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit. In Achtsamkeit sind wir wieder hier. Also, dass wir lernen, auch da wieder Gespür dafür zu bekommen. Was ist das, was jetzt eigentlich für mich dran ist? Was ist das, was jetzt in meine Lebensphase passt? Was ist das, was bei mir jetzt gilt? Und Sie werden merken, ich werde immer wieder den Fokus auf ich und mein und so weiter. Weil es geht um jeden Einzelnen in diesem Bereich. Und das ist das, was ich im Coaching wirklich gelernt habe, dass wir immer wieder den Fokus auf uns selbst holen, schon nach rechts und links gucken, aber immer wieder bei uns selbst ankommen und sagen, was ist da gerade das Wichtige? Wir haben also bei dem Thema Mind Excellence drin das Thema Mindfulness, Achtsamkeit. Wir haben das Thema drin Mindset, dass wir da mal so ein bisschen genauer reingucken, so wie ist denn mein Gehirnstübchen da oben so aufgestellt, wie bin ich denn da für mich unterwegs, sei es mit meinem Gedankenmuster, mit deinem Gedanke, mit meinem Denkmuster, sei es mit Gewohnheiten, wie bin ich da aufgestellt, geben die mir Kraft oder nehmen die mir Kraft. Und dann sind wir beim Thema Excellence und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir einfach auch schauen, dass wenn es irgendwie geht, in einem exzellenten Zustand sind. Dass wir in einem Zustand sind, wo wir unsere Ressourcen dabei haben, wo wir wissen, was sind unsere Stärken, wo wir wissen, was genau brauche ich, was ist das, was ich irgendwo aus irgendeiner Schublade wieder rausholen kann, um dann durchzustarten. Weil wir das ganz, ganz oft verloren haben, dass wir schon, wenn wir ein Ziel erreichen, auch dann haben wir ein Ziel erreicht, machen vielleicht noch einen Haken dran und dann das nächste bitte. Und auch das ist für mich das wichtige Exzellenz, dass wir merken, was wir da gerade gemacht haben. Dass wir wieder ein Stück in die Dankbarkeit reinkommen, dass wir ein Stück stolz sind darüber, was wir gerade geschafft haben. Und dass es nicht einfach nur ein Abarbeiten ist. Sie merken also, da steckt verdammt viel drin in dem Namen. Also das ist schon so ein bisschen mein Herzblut, was da reingekommen ist, um dann wirklich auch immer wieder zu wissen, worum geht es hier. Und ja, ich habe damals durch Zufall in Berlin eine Künstlerin gesehen, die einfach mit wunderbaren Farben gemalt hat, eine Berliner Bär, Brandenburger Tor und all dieses. Wir haben es durch Zufall gesehen, so einen kleinen Laden. Und ich war damals gerade so überlegen, wie kann man sowas als Bild darstellen, was ich da vorhabe oder wie ich die Schritte benennen möchte. Und dann habe ich mir dieses Bild wirklich malen lassen. Das war also ganz, ganz spannend auch für mich, weil ich kann überhaupt nicht malen. Und konnte ja nur so ungefähr sagen, wie es aussehen könnte. Und dann bestellt man und bezahlt auch schon und weiß gar nicht, was dann irgendwann Wochen oder Monate später kommt. Aber sie hat es einfach so bekommen. Es hängt bei mir also in meinem Büro ganz, ganz groß als Leinwand. Aber das ist so, wie wir auch einfach vorgehen. Wo ich in die 5 Schritte erst einmal zeigen möchte. Und es kann sehr gut sein, dass wenn Sie die 5 Punkte gleich sehen, dass Sie sagen, irgendwo, gar nicht viel Neues. Ja, und das ist auch teilweise gut so. Weil erstens haben wir keinen Platz mehr da oben, für immer wieder neu zu lernen. Aber Sie werden merken, dass man immer so in den verschiedenen Lebensphasen auf einmal auf die Frage anders reagiert, dass einem das wieder einfällt, dass wir wieder mehr immer in andere Gedanken kommen, dass wir mehr reflektieren. Lassen Sie sich einfach mal überraschen. Der erste Schritt, den wir immer bearbeiten, ist wirklich uns dieses Da werden Sie gleich merken, da werde ich so viele Fragen zu stellen. Und es sind lang nicht alle, die ich in meiner Coaching-Praxis stelle, weil da geht es wirklich darum, dieses Ziel nicht einfach zu sagen, ich will, sondern dann geht es auch darum, es genauestens zu hinterfragen. Genauestens zu hinterfragen, passt es und so weiter und so fort. Die Fragen habe ich gleich alle, wo ich Sie dann einladen möchte, die einfach für sich selbst auch einmal durchzugehen. Also Ziel ist etwas, wo ich ungelogen mit meinen Kunden wirklich fast den ganzen Tag dran arbeite, nur an diesem Zielbild, weil wenn das Ding stimmt, so wie es bei mir beispielsweise war das Thema Ironman, wo ich mich selbst gesehen habe, da läufst du durch. Also wenn das Ding stimmt, dann machen wir uns auf den Weg. Wenn wir an unser Ziel denken und wenn wir da schon merken, da flackert irgendwas, da fängt ein Feuer an zu brennen, ich kann fast gar nicht mehr anders, dann passt das Zielbild und dann sind wir für uns unterwegs. Heißt also, wir werden uns das Zielbild genauer angucken. Der zweite Schritt, und Sie merken, ist ein Stück einfach an Sport auch angelegt, ist aber in jedem Bereich auch übertragbar. Wenn wir also dann wissen, wo wir hinwollen, das ist für mich immer das Erste überhaupt, zu wissen, wo ich hin will.
gucken wir uns hier unten die Startlinie an. Dann gucken wir uns genau an, wo stehen wir denn heute. Werde ich gleich auch verschiedene Fragestellungen mit dabei haben. Und dann geht es weiter, dass wir uns die Zieletappen angucken. Die Zieletappen, die sind wichtig dafür, dass wir auf unserem Weg bleiben. Weil ich denke, wir kennen es oftmals, dass wir irgendwas im Kopf haben, irgendein Ziel, da kommt dies noch, jenes noch und vor noch zurück. Und dann haben wir entweder das Ziel aus den Augen verloren oder wir haben uns verlaufen oder wie auch immer. Und diese Zieletappen, die resultieren dann später genau hier raus, aus dem, was wir da rausgefunden haben. Und das sind so die Wegweiser, so ein bisschen, dass wir auf unserem Weg bleiben. Und all das, was Sie jetzt von mir hören, da sind wir also schon mitten im Coaching drin. Wir sind mitten im Thema Mentalcoaching drin, also wie ich mit meinen Klienten arbeite. Und das kann jegliches Ziel sein. Das kann ein privates, ein Business-Ziel, ein berufliches, so viel wie Englischen, dann bleiben, aber auch ein sportliches Ziel sein. Und das einfach mal gleich für sich machen. Ja, und der vierte Punkt, der ist dann ganz spannender. Da geht es darum, sich mal so diese Stolpersteine, die Hürden, Blockaden, Hindernisse, oder wie auch immer Sie es nennen möchten, die mal genauer anzugucken. Das sind die Punkte, wo es darum geht, ja, warum bin ich denn bisher denn da oben angekommen? Was hat mich denn bisher davon abgehalten, vielleicht überhaupt zu starten oder durchzulaufen oder vielleicht auch mit gerade hier vorne noch auszusteigen? Was ist denn genau das, was für mich da irgendwo quer hängt? Weil wenn es so ganz einfach wäre, dann wäre man einmal unter anderem hier, weil dann jeder sein Ziel erreicht, der war auch ein bisschen langweilig. Also die gucken wir uns mal genauer an, die Stolpersteine. Ja, und dann kommen wir schon in den fünften Punkt. Und das ist einer, der heutzutage meiner Meinung nach ganz, ganz oft vergessen wird, dass wir wirklich also zum einen losstarten, aber dass wir auch nachher mal den Zieleinlauf feiern, dass wir bewusst uns bewusst sind, dass wir wieder etwas für uns geschafft haben, dass wir wieder eine Wegstrecke gemacht haben, dass wir Hindernisse weggeräumt haben. Also dass wir wieder wirklich so in dieses Thema kommen, dankbar zu sein, stolz zu sein und nicht so, ja, nächste bitte, ne? War ja gar nicht so schlimm. Ne? Oder war ja gar nichts Besonderes, ich mache jetzt weiter. Und das ist das, was ich einfach beobachte, ob es im Berufsalltag ist, ob es im Sport ist oder wie auch immer, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Dann ist das eine erreicht und das nächste bitte. Und das ist schade drum. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir Dinge erreichen, dass wir uns überhaupt auf den Weg machen dürfen. Ja, das ist so der kurze Überblick, worum es heute Abend gehen soll. Wir machen auch eine Pause, ist versprochen. Wir gucken einfach mal, wie wir so hinkommen von den einzelnen Punkten. Wenn jemand zwischendurch aber sagt, machen wir mal gerade einen Stopp, auch gerne ein Zeichen geben, ansonsten haben wir hier einen Pausenchef. Er gibt ein Zeichen, wenn er meint, jetzt ist es zu weit. Das ist die Rote. Dann gehe ich. Fahr mal bitte mit der gelben an. Okay, ja, steigen wir ein. Steigen wir ein ins Thema Zielbild. Ich habe eben schon gesagt, da werden viele, viele Fragen kommen. Und das wirklich so ein Einblick, wie ich genau arbeite, sodass wir wirklich schneller das Gefühl haben, wir sind für uns angekommen. Ich werde es erstmal in der Theorie erklären. Und dann haben Sie einfach Zeit, mal so 5 Minuten mal zu reflektieren, gerne sich auch mit dem Nachbarn mal auszutauschen, um mal zu gucken, was ist denn mir da gerade bewusst geworden. Es geht hier um Fragen, was ist genau mein Ziel oder was genau ist mein Ziel? Mein Ziel, nicht das Ziel von meinem Partner, von meinem Chef, von meinem Kollegen oder von wem auch immer, was genau ist mein Ziel? Und dann sind wir schon bei der Frage, ist es wirklich mein Ziel, woran merke ich es? Und da eine schöne Geschichte, die ich im Coaching erlebt habe, wo es mir auch so bewusst geworden ist, wie wichtig diese Fragen auch sind. Also es geht in diesen Fragen nicht darum, dem Kunden sozusagen sein Ziel auszureden, sondern ihm zu helfen, rauszufinden, ist es wirklich das, was im Moment dran ist. Und ich habe damals eine Tischtennisspielerin zum Coaching, damals wurde sie wirklich geschickt, die sollte ich sozusagen mal so ein bisschen fit machen oder wieder motivieren. Die war eigentlich nominiert für Olympia, für Peking war es damals. Und ging in der Richtung halt so, gucken Sie nochmal, motivieren Sie mal ein bisschen, dass ihr da auch ausstrahlt, weil jeder will da zu Olympia. Wir haben mehrere Sitzungen sozusagen gearbeitet, wir haben ein Zielbild gemalt, wir haben mit Karten die auf dem Boden, wir haben eine Timeline gemacht, wir haben alles Mögliche. Und ja, konnten wir auch rausarbeiten, aber irgendwo hat mir immer so ein bisschen der Funke gefehlt. Also so auch das Leuchten in den Augen, wenn man denkt, boah, Wahnsinn, Olympia, kam einfach gar nichts rüber. Bis ich dann irgendwann immer die Frage gestellt habe, Nicole heißt sie, ich, Nicole, ist es eigentlich dein Ziel? Willst du zu Olympia? Ich sagte, nö, ich war schon 4-mal da. Das war überhaupt nicht mehr in ihrem Fokus jetzt drin. Die war von ihrer Lebensphase schon ganz woanders.
Und das war nämlich genau der Grund, warum wir auch dieses Flackern nicht in die Augen bekommen haben. Es war für sie nicht mehr so wichtig. Ja, ich habe natürlich erstmal einen Schreck gekriegt, oh Gott, jetzt hast du so jemand geschickt bekommen, war die erste Profisportlerin damals und jetzt kommen wir bei so einem Thema beim Coaching heraus. Aber war dann wieder schnell vergessen, weil für mich ist im Coaching immer ganz, ganz wichtig, guck das, was der Kunde braucht und was nicht irgendjemand anders denkt, was der Kunde braucht. Und dann sind wir auch bei dem Thema für sie geblieben. Wir haben dann geguckt, okay, was genau ist ihr Ziel und haben daran gearbeitet, haben das dem Olympiastützpunkt dann auch verständlich gemacht und ich meine, die haben auch nichts davon, wenn sie irgendjemand hinschicken, der dann immer einfach nur schlechte Leistungen bringt. Aber das war einfach für mich so das Aha-Erlebnis, wirklich auch zu merken, genau die Frage, die ist so wichtig. Und gleichzeitig jetzt gerade einen jungen Mann, der soll Unternehmensnachfolge bei einem großen Unternehmen, jetzt soll er mit eintreten und da hat der Urgroßvater, der Urgroßvater hat das Unternehmen schon gehabt, dann der Vater und jetzt ist er sozusagen an der Reihe. Sie können mir glauben, wie penetrant ich an dieser Frage mit ihm gearbeitet habe, ob er das wirklich will, ob es wirklich sein Ziel ist, ob es wirklich das, was für ihn jetzt an der Reihe ist. Ja, bei ihm ist es wirklich so, also das war jetzt ganz klar rausgekommen und jetzt können wir gucken, okay Junge, was brauchst du, der ist noch ziemlich jung, es braucht auch verschiedene Zieletappen, wo wir gleich drauf kommen, aber es ist erstmal wichtig, dass dieses Zielbild da ist, wir haben es so rausgearbeitet, dass er auch ein Bild gefunden hat, wie er als Führungsperson sein möchte, nämlich nicht so wie sein Urgroßvater, auch nicht wie sein Vater, er möchte eher so mit den Leuten in einer Reihe stehen und nicht auf dem Treppchen stehen und das sind so Dinge, die wir bis ins Detail rausarbeiten, damit, wie gesagt, wenn er das Zielbild jetzt sieht, wenn er es vor Augen hat, er sagt, genau da will ich hin. Und das ist das Wichtige, warum wir daran so intensiv arbeiten. Und wir werden immer wieder drauf kommen und ich denke, Sie werden ja auch merken, wie wichtig das ist, dass da vorne einfach so ein Sog ist. Wir gucken also darauf, wofür bin ich Feuer und Flamme, wofür schlägt mein Herz und vor allen Dingen auch, wofür brenne ich, ohne auszubrennen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass ich da auch den Fokus drauf habe, dass ich da wirklich für mich immer gucke, okay, wofür bin ich bereit, aber auch wofür, dass ich auf mich achte, dass ich nicht ausbrenne an dem ganzen Thema. Dann gibt es die Frage, was sind meine Beweggründe, was ist das, was mich motiviert? Da sind wir auch ganz tief drin. Und ich habe nur mal so Beispiele mitgebracht, wie es jetzt beispielsweise Sport sein könnte, aber ganz individuelle Sachen auch. Da geht es darum zu gucken, okay, was genau ist mir wichtig? Da geht es darum, die Werte mal wieder zu gucken. Was sind denn meine Werte? Was sind meine Lebenswerte? Was ist das, was für mich wertvoll ist in meinem Leben? Um auch dort wieder eine Orientierung zu bekommen. Ist das, was ich da vorhabe, passt das zu meinen Werten? Oder bin ich da vielleicht gerade in einer ganz anderen Rille unterwegs, die gar nicht passt? Wir machen einmal beispielsweise das Thema Spaß oder wir haben das Thema Erfolg. Also das sind so Beispielswerte, die wir drin haben. Und auch da einfach nochmal ein Beispiel auch aus dem Sport. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte anfangen mit wieder laufen gehen, also ich habe auch viele Anfänger bei uns in Koblenz begleitet, die überhaupt in den Sport wieder reinkommen wollten oder die nach Krankheit wieder reinkommen wollten. Und dann muss man ganz genau gucken, was ist der Fokus von denen? Weil wenn die jetzt für sich nur einfach sagen, ich will wieder reinkommen, ich will ein bisschen Spaß dran haben, dann sind die in einer Gruppe falsch, wo das Thema Ehrgeiz ganz groß ist, also Zielstrebigkeit, wo dann direkt eine bestimmte Zeit gelaufen werden muss, eine bestimmte Kilometerstrecke und so weiter, dann sind die falsch da drin. Umgekehrt genauso die jetzt sagen, auf Bestzeit trainieren, die dürfen nicht unbedingt in der Gruppe, da sollten nicht in die Gruppe, wo es einfach darum geht, der mal ein bisschen babbeln. Und das ist so wichtig, dass wir das rausfinden. Weil ganz oft haben wir das Thema, dann ist jemand sozusagen in der falschen Gruppe, funktioniert irgendwas, der fühlt sich nicht wohl, geht heim und sagt, naja, dann ist Laufen auch nichts für mich. Und das ist dann so schade drum, weil wir die Leute dann wieder irgendwo verlieren. Und das Gleiche gilt im beruflichen Kontext wie im privaten Kontext genau das Gleiche. Das heißt, mit Freunden, mit Freundschaften, die ich habe, mit Freunden, die ich mir suche. Einfach mal gucken, was ist mir wichtig in dieser Freundschaft und passt das in das Umfeld. Ansonsten dürfen wir gerade bei Freunden auch einfach neu gucken und sagen, okay, die Zeit lang hat es funktioniert, hat es gepasst, aber wir entwickeln uns ja alle weiter und jetzt passt es vielleicht nicht mehr. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Ziel. Was genau ist mir wichtig und sind diese Werte, die ich für mich als wertvoll sehe, sind die dabei? Ziel. Ansonsten müssen wir das Ziel nochmal neu definieren oder auch das Ziel hinterfragen oder ein ganz neues Ziel. Wir haben das Thema Motivation, was ich Ihnen mitgebracht habe, weil da wird auch immer ganz oft gesagt, Mensch, wie kann ich denn mal andere motivieren? Eigentlich gar nicht, weil wir können uns eigentlich noch selbst motivieren. Wir können andere so ein bisschen anfeuern, wir können sie irgendwo auch so ein bisschen begeistern, aber grundsätzlich die Motivation, wenn die auch wieder hier drin passiert, dann ist
ist das genau die, die wir brauchen. Wir haben die extrinsische Motivation, wo andere motiviert werden, das ist das Thema Kleingeld. Beim Fußball ist es wie oft, aber die intrinsische, die da innen drin passiert, wo ich dann wirklich so dieses Feuer spüre, das ist natürlich dermaßen nachhaltig, weil dann weiß ich, dass ich für mich auch im richtigen Weg bin. Das kann man ja wegnehmen. Kann man wegnehmen, auf jeden Fall. Genau. Mit den Zielbildern, mit allem drum und dran. Motivation, einfach mal so ein bisschen, wo kommt das Ganze her? Das heißt also schon bewegen, etwas aufwecken, in Bewegung kommen. Bei Motivation geht es darum, ein Motiv zu haben, einen Sinn in etwas zu sehen. Da sind wir wieder das Zielbild, was ich da habe. Ob ich jetzt da mal, ich nehme es einfach nochmal einen Marathon laufen will, das muss für mich Sinn machen. Das muss für andere keinen Sinn machen. Wenn ich viel in mein Umfeld gucke, gerade von meinem Freundeskreis, ja, viele können das gar nicht verstehen, warum mir das Spaß macht. Aber ich kann wieder anderes nicht verstehen. Es muss für mich Sinn machen. Und für mein ganz nahes Umfeld kommen wir gleich auch noch drauf. Und das ist das Wichtige beim Ziel. So, Motivation ist bei dem einen, funktioniert sie von dem Schub weg von. Bei dem anderen passiert sie von dem Sog hinzu. Das ist auch mal spannend, wenn ich mit Leuten spreche, sage, wie bist du denn auf dieses Ziel gekommen? Wo kommt denn die Idee her? Und bei dem Schub weg von ist beispielsweise, ich nehme mal dieses ganz banale Beispiel, was der Silvesterziel immer ist, so ich will nicht wieder Sport machen oder ich will abnehmen oder will mit Rauchen aufhören, dann ist etwas, was mir irgendwo nicht gut getan hat, vielleicht bin ich die Treppen nicht mehr hochgekommen oder wie auch immer, da bin ich weg von. Und das kann mich dermaßen motivieren, dass ich anfange, den Sport zu machen. Der Sog hinzu, das haben wir sehr, sehr oft, wenn jemand irgendwo dabei war, sei es jetzt auch bei einer Veranstaltung und hat auch mal, boah, was ist das für eine Wahnsinnsatmosphäre, wie ich von Hawaii eben erzählt habe, oder auch ganz andere Dinge, wo man für sich einfach merkt, da passiert was, da kribbelt was, das hat was mit mir zu tun. Und dann kann dadurch auf einmal passieren, dass er wieder oben so einen Klick macht und sagt, genau das möchte ich auch machen. Und dann haben wir das Thema Motivation, das dann dadurch den Sog hinzu etwas. Und bei dem einen sind beide Dinge da, aber bei dem anderen ist mehr das Thema weg von. Haben wir auch im Marathonlauf, ist es ein sehr schönes Beispiel, gerade bei den großen Läufen. Ja, wer gewinnt da meistens, sei es aus Kenia, Äthiopien oder wo auch immer die meisten herkommen. Und die haben ganz groß das Thema Motivation weg von. Weil da, wo sie leben oder wo die Familie lebt, da geht es für sie finanziell dann ganz nicht weiter. Die wollen weg von diesen Verhältnissen, um dann dort das Geld zu bekommen, um das wieder nach Hause abzugeben. Also da immer auch ganz wichtig bei sich selbst zu gucken, was ist meine Motivation? Wo ist mehr? Und mir das immer wieder vor Augen halten, wenn ich über mein Ziel nachdenke. Wenn ich jemand bin, der weg von, dann sage ich immer, okay, das da will ich alles nicht mehr. Also weiß ich, was ich zu tun habe. Also bin ich mehr motiviert, mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich jemand bin, der sagt, so, dann habe ich ein Zielbild, sehe mich genau, Zieleinlauf, sehe mich bei der Präsentation, sehe mich bei einem guten Gespräch, dann sage ich, dieses Bild vor Augen halten, dass ich dort bin. Geht einfach darum, sich selbst ein bisschen kennenzulernen, was ist das, was mich wirklich da motiviert. Ich habe ein schönes Zitat, was mir immer sehr gut dazu gefällt, wer das Wozu kennt und schätzt, für den ist nahezu jedes Wie zu ertragen. Und da geht es einfach auch ganz stark wieder darum, das Zielbild. Das Zielbild für mich stimmt. Da bin ich auch bereit, das eine oder andere dafür zu tun. Da bin ich beispielsweise auch bereit, wenn ich jetzt, bleib nochmal beim Sport, ein sportliches Ziel habe und wenn wir dann dieses Wetter haben, was wir jetzt die letzten Tage hatten, zum Beispiel bei uns in Koblenz, es war sehr dunkel und sehr nass, dann gehe ich auch raus. Aber nur dann, wenn das Ziel stimmt, ansonsten sage ich hallo. Sofa ist ja auch mal eine ganz nette Sache. Also auch da wieder zu gucken, Zielbild. Wir haben als weiteres wichtig drauf zu gucken, dass ich auf meine Messlatte mal gucke, mit dem Ziel, was ich vorhabe. Vielleicht kennt der ein oder andere das Thema Flow, ich habe es hier nochmal mitgebracht. Was ist hier wichtig zu gucken? Es ist zum einen zu gucken, dass das Ziel, was ich vorhabe, nicht zu hoch ist. Weil dann macht es mir Angst. Das heißt also, wenn meine Fähigkeiten hier sind und ich direkt auf eine Anforderung ganz hohes Ziel nehme, dann bin ich in der Überforderung drin. Und das kann sein, warum ich manchmal mein Ziel auch nicht erreiche, weil die Zieldefinition für mich im Moment noch nicht gepasst hat. Weil das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Und kommt auch dazu, es kann genauso sein, wenn das Ziel zu klein ist, dass ich auch erst gar nicht anfange. Dass ich irgendwo, ja, wäre ja mal schön, aber weißt du, kann man morgen oder so morgen sein. Heißt also, mein Ziel sollte, wenn möglich, sich genau in dieser Phase, in dieser Rubrik aufhalten. Dass immer, wenn die Fähigkeiten ein bisschen größer werden, und dann sollte ich mir wieder höhere Anforderungen holen, dann bin ich in dem Bereich unterwegs. Und das ist das, was dieses Gefühl gibt, diesen Flow, wo man einfach sagt, boah, ich bin einfach in dieser Sache drin und ja, sagen, es fließt, ich merke einfach gar nicht mehr die Anstrengung, die da ist. Und da muss aber jeder auch so wieder seinen eigenen Pendel rausfinden, wo genau stehe ich. Auch da
Motivation für das richtige Ziel? Nicht wirklich, weil das muss jeder für sich rausfinden. Ich fand dir aber jetzt hier ganz schön. Weil diese Definition, die sagt für mich so ein bisschen, okay, da will ich hin. Ich muss ein bisschen was dafür tun, aber ich halt, muss mich ein bisschen anstrengen. So ein bisschen kribbelt es schon. Ich muss was dafür tun, aber es ist nicht so viel, dass es mir Angst macht. Ist aber auch nicht so wenig, dass ich hier stehen bleibe. Und dann ist das für mich das Ziel richtig, dass ich so innerlich merke, also gerade wieder vom Vertrauen her, auch so vom inneren Vertrauen her, ja, kannst du hinkriegen. Und das können wir nur selbst sagen. Das können wir nur selbst rausfinden. Und wir können uns wohl beraten lassen von außen, aber wir alleine können nur da rein hören, da rein spüren, ob es das ist, ob es im Moment passt. Ganz wichtiger Punkt, auch über mein Thema Ziel, welcher Preis zu zahlen. Weiß ich oder bin ich bereit, den Preis zu zahlen für das, was ich da vorhabe? Wenn ich beispielsweise vorhabe, einen Marathon zu laufen, dann hat ja nicht auf einmal der Tag mehr Stunden zu trainieren. Die Woche hat nicht mehr Stunden. Ich muss eher mit der Zeit noch mehr machen. Das heißt, ich habe einen Preis dafür zu bezahlen. Ich habe vielleicht weniger Zeit für meinen Partner, weniger Zeit für meine Kinder, weniger Zeit für berufliche Projekte und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt im Business genauso. Wenn ich da ein Riesenprojekt habe, ist ein gewisser Preis zu zahlen. Und darüber muss ich mir klar sein. Und das ist wichtig, am Anfang drüber nachzudenken. Weil ganz, ganz oft wird einfach losgestürzt und dann merken wir irgendwo, ach Gott, wenn ich das gewusst hätte, hätte es vielleicht besser doch nicht gemacht. Kann manchmal noch Überraschungen kommen, ganz klar, aber viele Dinge lassen sich vorher klären. Und gerade mit dem Thema Sport, aber ich denke beruflich genau das Gleiche, wenn da große Dinge anstehen, dann weiß ich schon ein Stück, was auf mich zukommt. Und bei den Sportlern sage ich immer so, mit dem Partner den Trainingsplan durchsprechen. Genau sagen, dann steht das an, das an, das an. Und damit der Partner das weiß, damit es abgesprochen ist, und dann hat er ja vielleicht auch, wenn der eine da einen langen Lauf oder Rad fahren muss, dann hat er auch seine Freizeit. Aber wenn er die ganze Zeit nur so rumdümpelt und weiß gar nicht, ist er jetzt da oder ist er nicht da, dann geht das nicht lange gut. Dann haben wir eine ganz, ganz schlechte Stimmung, dann bringt das nicht der eine, dass der rausgeht und dem anderen bringt sie, der da zu Hause wartet. Also hier ist ganz wichtig, sich klar zu machen, welcher Preis es zu zahlen für das, was ich vorhabe, und passt es. Auch eine schöne Frage oder eine wichtige Frage, wenn ich mein Ziel erreicht habe, was ist dann möglich? Das ist für mich so die Frage, das Ziel nach dem Ziel. Um auch da nochmal zu merken, wozu ist mir dieses Ziel denn wichtig? Was genau will ich denn erreichen? So, da kann man nochmal gut reingehen. Ja, und dann haben wir noch als letzte Frage von diesem Thema Ziel. Gibt es vielleicht so ein Vorbild? Gibt es irgendjemanden, der genau dieses Ziel schon erreicht hat, was ich erreichen möchte? Und dann sagen wir im Coaching so dieses Thema Modeling, dann gucken wir uns diese Leute genauer an. Wir machen auf gar keinen Fall eine Kopie davon, aber wir gucken einfach mal ein bisschen, wie hat er oder sie es gemacht, in welcher Lebensphase ist er oder sie, wie hat das beispielsweise mit den Kindern geregelt bekommen, mit dem Partner geregelt bekommen, mit den Eltern geregelt bekommen, mit den Kollegen geregelt bekommen. Dass wir einfach so ein bisschen gucken, wie machen dies, die wir gut finden, und gucken dann, was davon können wir übernehmen für uns, aber in unserer Art und Weise. Und dann kommen wir unserem Ziel auch schon ein ganzes Stück näher. Ja, das war so ein Einblick erstmal in den Bereich Ziel. Wir merken also, so einfach ist es eigentlich gar nicht, ein Ziel haben und gehen mal los. Kann man machen, keine Frage, aber ich möchte so ein bisschen Einblick geben, wie wir im Coaching arbeiten, wie wir im Mentalcoaching arbeiten, weil diese Fragen für sich zu beantworten, dann sind wir voll im Mentaltraining drin. Weil wir machen ganz viel mit uns, wir gehen genau in uns, wir gucken uns genau an, wo regt sich was, wo sind wir so ein bisschen vom Gefühl her komisch, was passt noch nicht genau, und gucken uns das genauer an. Und dann haben wir eine viel größere Chance, auch unser Ziel zu erreichen. Und ich darf Sie einfach mal einladen jetzt, dass wir mal 5 Minuten Zeit haben. Sie haben Papier und Stift. Sie haben die Frage hier, die ich eben mal so mit Ihnen durchgegangen bin. Überlegen Sie vielleicht einfach mal so, angenommen, der wäre ein Ziel. Es kann ein gesundheitliches Ziel sein, es kann ein privates Ziel sein, ein berufliches Ziel sein, ein Freizeit- und sportliches Ziel. Und es muss gar nicht so ein riesen Ding sein. Irgendwas, wo Sie schon länger mal drüber nachgedacht haben. Und so, ja, das wäre mal ganz interessant, wenn Sie jetzt mal anzugucken anhand den Fragen und den ganzen Fragen, die gleich auf die anderen Schritte kommen, wo Sie dann vielleicht, hoffentlich, nachher hier rausgehen und sagen, habt ihr so eine Idee gekriegt, wie ich mein Ziel demnächst erreichen könnte? Okay, ich gebe Ihnen einfach mal 5 Minuten Zeit, für ein paar Notizen zu machen, und Sie dürfen gerne auch sich mit dem Nachbarn da mal austauschen und einfach mal so von herlegen. Ich habe die Uhr nicht.
Da war es auch klar. Ja, also grundsätzlich bin ich da nachgefragt, da ich einfach mal